Gast jetzt ist Patrick Sensburg von der CDU, Vorsitzender vom Bundestagsausschuss zum Thema Europarecht. Herr Sensburg, mich interessiert natürlich zuerst Ihre Sicht der Dinge. Für wen wäre ein Brexit mehr von Nachteil? Für Großbritannien oder für die EU? Es ist ein Nachteil für die gesamte EU. Es wird sich für Großbritannien rechtlich, aber auch wirtschaftlich negativ auswirken, aber bis hin ins alltägliche Leben, zum Beispiel für Studenten in Europa. Also für uns alle wäre es ein Nachteil und das wird Großbritannien dann spüren, wenn das Europarecht auch in Großbritannien dann nicht mehr angewendet wird. Nun müssen wir vielleicht auch Selbstkritik üben, wenn wir vielleicht gucken nach Brüssel und nach Straßburg. Was haben die europäischen Politiker denn falsch gemacht, dass es überhaupt zu dieser britischen Entscheidung kommen musste? Ich glaube, dass Europa wieder Herzthemen entwickeln muss. Europa darf nicht bürokratisch sein, sondern Europa muss bei den Menschen sein. Es gibt viele Regelungen in den Verträgen, es gibt viele Regelungen außerhalb, um das Leben miteinander zu vereinfachen, um Warenverkehrsfreiheit zu gewährleisten, um Arbeitnehmerfreizügigkeit beispielsweise zu gewährleisten. Aber all das muss auch so gestaltet werden, dass die Menschen es wirklich verstehen und es positiv leben können. Die Herzthemen fehlen. Und wenn das nicht so schnell wirklich funktioniert, die Herzthemen anzusprechen, wie groß ist die Gefahr, dass nach einem möglichen Brexit das Verlassen der Union überhaupt sehr populär wird? Also ich glaube, wenn Großbritannien wirklich für das Ausscheiden stimmt, ich hoffe, das wird nicht der Fall sein, dann wird es erstmal eine Schockphase geben. Die britische Regierung muss dem Europäischen Rat anzeigen, dass sie ausscheiden wollen. Dann wird es Verhandlungen geben, die werden sich hinziehen. Aber ich glaube, jede britische Regierung kann diese Verhandlungen nicht über Jahre hinziehen. Großbritannien zahlt in die europäischen Töpfe ein. Es wird dann also im, ich vermute, halben, dreiviertel Jahr einen Austrittsvertrag geben. Und das darf nicht Schule machen. Also wir müssen im Grunde die positiven, die schönen Seiten eines Europas, was wir jeden Tag leben, auch wirklich erklären. Ihre Parteichefin Angela Merkel hat sich in der Frage des Brexit in den vergangenen Wochen sehr zurückgehalten. War das klug oder hätte sie doch ein klares Wort reden müssen? Ich glaube, Angela Merkel wirbt ständig für Europa, für ein starkes Europa. Das ist global wichtig, um auch gemeinsam Ziele und Werte durchzusetzen, zum Beispiel gegenüber Russland, aber auch gegenüber unseren amerikanischen Freunden oder gegenüber Asien. Also von daher ist Angela Merkel, glaube ich, in Europa einer der starken Motoren für ein Europa aller Mitgliedstaaten. Patrick Sensburg, ich danke Ihnen für das Gespräch heute und ich weiß, Sie und alle Parlamentarier hier in Berlin schauen natürlich gespannt auf die Entwicklung am heutigen Tag und morgen früh natürlich. Danke Ihnen.